Hallo, ich bin Ute. Ich bin Geschäftsführerin der Paintball Arena in Löhme. Die liegt in Brandenburg bei Berlin, nahe Berlin. Hinter mir seht ihr unser Szenariofeld. Wir schwenken mal kurz rüber zu einem kleinen Ausschnitt von unserem großen Feld, was 5,5 Hektar hat. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt von dem Spielgelände. Ich besitze das Gelände seit 2009 und betreibe das auch. Hier noch einen Ausschnitt von einem Parkplatz. Wir haben eine Parkplatzfläche von ca. 350 bis 400 Parkplatzmöglichkeiten. So, und nun sind wir bei unserem neuen Baby seit Januar 2018, Lasertag. Für die Kids Paintballer eine logische und qualitative Ergänzung, sowohl Indoor und Outdoor. Hier haben wir jetzt unseren Raum, in dem halt die Einweisungen stattfinden. Das ist der Vorraum und hier geht es halt zu unserer Lasertag-Halle. Wird vielleicht ein wenig dunkel werden, aber wir versuchen unser Bestes. Qualität ist sehr wichtig, da die Ausrüstung leicht ist und trotzdem robust. Das heißt, bei einem Sturz kann auch nichts passieren, sodass man von einer Gefahr ausgeht, dass die Geräte kaputt gehen. So, nun möchte ich was zu unserer neuen Ausrüstung erzählen, die wir Gott sei Dank auf der Messe 2017 erwerben konnten. Das heißt, auch auf dieser Messe waren viele Anbieter. Somit konnten wir uns halt auch entscheiden, was wir nehmen. Und wichtig war bei unserer Entscheidung Preis-Leistung und halt auch diese coolen Effekte, die diese Tagger bieten. Das ist nämlich dieser Rückstoß. Kleinen Moment. Go, go, go! Geile Sache. Darauf stehen natürlich die Erwachsenen sowie die Kinder. Die haben sie einmal in Großformat und einmal in klein oder kleiner. Die Bedienungsanleitung ist einfach, weil die Software super ist. Wir haben insgesamt 10 Sets zum Einstieg gekauft, um zu sehen, ob sich das wirklich amortisiert. Aber es ist einfach wirklich gut angekommen bis heute. Wir haben eine Alterskategorie von ab 10 Jahre und der älteste Spieler war 73. Für Familien besonders gut geeignet. Geburtstage, Junggesellenabschiede, wird alles sehr gut angenommen. Also nicht nur Paintball, sondern auch dieses Lasertag hat hier wirklich guten Fuß gefasst. Wir haben natürlich auch verschiedene Software noch, die hier liegt. Das ist zum Beispiel eine Box zum Wiederaufladen der Tagger. Und das ist hier eine Demolition Box, die dann auch Funktionen hat. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns mal besucht und wenn wir uns auch bald hier sehen und ihr mich ansprecht, dieses Video gesehen zu haben. Ich habe jetzt keine Zeit, die Spieler warten auf mich.